Alter, Leben ist so gut. Die Mädels liefern ab, Alter, sag ehrlich. So all in all liefern die Mädels am meisten ab, oder? Okay, Ladies and Gentlemen. Wir gehen rein in Folge Nummer 8. Missionarung. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ganz wichtig, ich weiß, ich hänge hier super krass hinterher. Aber sage ich euch ganz ehrlich, Weihnachten, Silvester, Familie und Freunde waren mir einfach ein bisschen wichtiger. So, jetzt ein neues Jahr und jetzt können wir wieder loslegen. Also, Abfahrt. Zur Hauptspeise, mein Herr, Hammer. Ja, okay, wir wissen ja, was passiert ist, blabliblub. Das Intro kennen wir auch, das müssen wir uns jetzt nicht alles angucken. Wir wollen direkt rein in das Series. Komm, und Abfahrt. Hey, Bier! Wie oft wollt ihr diese Szene sehen? Sehr oft. Hä, war nicht in der letzten Folge ja, auch? Ja, wir erkunden aber weiter. Hä? Ja, auch Knochen. Oh ja. Ah, nee, okay, das ist neu. Okay, Knochen. Krass, krass, krass. 10 Meter weiter, links sozusagen. Wieder Knochen gefunden, hier. Oh! Ist Vogel. Gutes Deutsch. Ist auf jeden Fall ein Vogel. Habe ich ja neulich in diesem einen Video auch gefunden und nochmal gesagt. Ist, glaube ich, der... Oh, was war denn das nochmal? Es ist auf jeden Fall ein Vöglein. Und bei der Größe vielleicht sogar ein Adler. Keine Ahnung. Würde ich mal schätzen. Keine Ahnung, was das ist. Wie war denn das? Ist das das... Ah, pass auf. Nee, da will ich jetzt reingehen, damit sich's festigt im Kopf. Vogelskelett... ist Brustbein, oder? Brustbein. Ist das der Gerät hier unten? Warte mal, Ente? Ente vielleicht? Guck mal, Ente, Skelett. Kann das sein, dass das hier der Gerät hier vorne ist, die 6? Hier, guck mal, da ist das auch. Große Hausente Erpel. Super. Hier, da sind auch so eine Dinger. Aber wie heißt das, was sie da finden? Ich habe das jetzt schon so oft gesehen. Warte mal, hier. Guck mal, die 11 Brustbeinkamm. Brustbein. Weil ich glaube, wir haben es ja selber bei Seven Most Wide gefunden. Die Jungs haben es jetzt hier gefunden. Und ich habe es auch neulich auf der einen Tour gefunden. Muss ich jetzt ja langsam mal hier in meinen Kopf reinkriegen. Damit ich auch mal mit Informationen glänzen kann auf einer der nächsten Wildnis-Tracker-Touren. Krass. Okay. Na gut. Wir laufen mal für euch quasi weiter. Der gesunde Menschenverstand ist, dass sie gar nicht hier weiterlaufen will, aber ja. Ey, wir haben Bärmspray damit, wir sind laut, wir machen die Regeln quasi. Wir gucken sehr vorsichtig gerade. Hey Bär! Berliner schmecken nicht! Jo. Wir müssen auf jeden Fall nach rechts, da sah es so krass nach irgendeiner überdachten Höhle, keine Ahnung, sah ganz komisch aus da. Ja. Diese mystische Mucke, Alter. Hey Bär! Die Neugier ist zu groß. Das war doch Wolfskacke. Ja, aber haben die ja nicht als Wolfskacke für sich identifiziert. Ihr wisst das jetzt, weil ihr natürlich schon viele Sachen gesehen habt und von den anderen Kandidaten und so weiter. Aber ich glaube, die gehen davon aus, dass es ein Bär ist. Aber ich denke auch, es ist ein Wolf. Ja, so ein bisschen. Ist das ein umgestürzter Baum? Schon aus. Also eine Höhle ist logischerweise nicht, aber den jemand benutzt hat, den umgefallenen Baum hier. Na, guck mal, das ist nicht vom, dass es umgefallen ist. Es ist auch trocken drunter und viel platt. Und sieht irgendwie platt. Das sieht platt gelegen aus. Ja, safe. Hier würde ich auch chillen. Aber sind da irgendwelche Essensreste oder sowas drin? Die essen ja immer vor der Höhle, glaube ich. Also hier sind jetzt keine. Hier sind keine. Vielleicht auf der anderen Seite. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich würde mal im Detail gucken, wenn ich jetzt da wäre und ich sehe es alles clean, alles frei, ob da eventuell Haare rumliegen. Also, dass die einfach, wenn die da schlafen, vielleicht haben die da ein paar Haare verloren, die sich irgendwie an ein Stück Ast festklemmen oder irgendwie sowas. Innen drin ist auch nichts, sagst du? Nee, innen drin sieht es nur trocken und dass man, ja, gelegen haben könnte, sage ich mal aus. Ah, krass. Interessant. So, wir haben jetzt erstmal keinen Bär gefunden, aber einen Bären mit Doppel-E. Die müssen wir direkt uns reinführen hier. Was hast du noch? Ja.
Ein paar Bären sind hier dran. Ja, aber nicht so richtiger. Auf Masse wäre ja geil. Richtige Ausbeute haben die da irgendwie nicht, ne? Ja. Kriegen auch keine Sonne da richtig ab. Da unten hängen nochmal welche. Hey Bär. Hey Bärchen. Schmecken gut. So. Abendliches Ritual. Boah, ich dachte gerade schon, Alter. So, jetzt zünden wir mal Code Yellow. Wir haben keinen Bock mehr. Den Code absetzen, dass wir angeblich noch leben. Check in. Heute mal gelb? Ey, heute mal gelb, ey. Gerrit, ey, du Hund. Heute mal nochmal grün. Okay, heute nochmal grün. Ausnahmsweise. Check in. Grün. Schlechtes GPS-Signal. Wir haben ja schon. Trotzdem senden. Ja, wir werden jetzt noch unser Gesicht ein bisschen waschen, Hände waschen und dann gehen wir in die Falle, ne? Es ist noch nicht dunkel, aber es ist schon aber es am Abend dunkel. Wahrscheinlich. Die Sonne ist hier hinter, es wird jetzt auch kalt, also mir ist wirklich richtig kühl jetzt. Ja, dementsprechend glaube ich ganz gut. Aber ey, jetzt mal ehrlich, war ein erfolgreicher, guter Tag eigentlich. Shelter ist fertig. Viel geschafft. Wir wissen, dass ein Bär in der Nähe ist, was will man was noch? Top, oder? Ja, morgen wirklich, morgen ist... Morgen ist auf jeden Fall erstmal morgen. Morgen ist Angel-Action. Morgen ist so. Morgen ist auch erstmal morgen. Der Alter. Angel-Action. Ich sag 4, nur noch 10. Ja, genau. Aber die haben gute Laune. Das ist es. Oder? Die haben gute Laune. Also erstmal, die blödeln da rum, die machen ein bisschen Scherze. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Das Mindset. Die Wildnis hier, die wird uns nicht brechen. Nee, Andi. Die bricht vielleicht andere, uns nicht. Wir haben das Privileg, hier jetzt noch 10 weitere Tage verbringen zu dürfen. Urlaub. So ist Urlaub. Ist Urlaub. Ist Urlaub, ne? Ja. Ist auch kein Quatschgelaber, ist alles wirklich echt. Klar. Klar, ist voll der Urlaub. Ich bin so am Entspannen, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja, ist... Freunde. Ja. Alter, die haben, ich glaube, die Bären kicken gerade rein. Die kriegen gerade einen Zuckerschock. Die drehen völlig durch. Ja, dass wir Bärenkacke gefunden haben. Motiviert uns. Ja, das ist top. Ins Unermessliche. Fuck! So, wir liegen wieder in unserer schönen Behausung. Die Sonne ist am Untergehen. Ey, man freut sich so auf, auf den Schlafsack. Alter. Einfach, weil er gemütlich ist, so ein bisschen warm. Da kommt schon die erste Mücke angesäuselt hier. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja. Klatscht sie alle tot. Oh, finde ich immer gut, wenn wir in den Schlafsack landen. Ja, jetzt geht's wieder pennen. Genau. Und morgen geht's dann weiter. Gute Nacht. Hallo. Hallo, Hanna. Wir sind schon hier so bettfertig. Was haben wir denn hier hinten? Warte mal. Was ist denn das hier? Ist das deren Wasserfilter? Hier ist irgend so ein blaues Zeug drumherum. Dich? Und weil Anka hier so ein geiles Bettgestell gebaut hat, brauchen wir auch nicht Angst haben, dass wir aus dem Bettchen rutschen. Und sie hat sich nicht dabei verletzt. Ich bin ganz schön stolz. Guck, wie sie jetzt lacht. Aber ja, das macht mich glücklich, Alter. Sie hat sich nicht verletzt. Das ist halt echt. Echt. Sie hat brav die Handschuhe angezogen. Ja. Sogar ohne, dass ich was gesagt habe. Ganz von alleine. Hatte ich die echt an? Ja. Oh, geil. Ja, du hast ja hier mal bei der Schnitzhand deinen Handschuh an. Ja. Ich bin auch stolz auf mich. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Oh Mann, ey. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Also ich guck mir nochmal so den einen oder anderen. Ich komme nicht drauf klar, dass Affe die ganze Zeit diesen Schlauchschall so trägt mit diesem Label hier vorne Made in China. Dann klipp gerade auf der Kamera an. Junge, mein Gesicht ist schon richtig hart am Explodieren mit Pickeln. Das ist so krass. Ich glaube, ich entgifte jetzt schon so hart. Ja, voll geil. Voll geil. Ey, was meinst du, wie wir noch... Aber das habe ich nicht verstanden. Ihr Gesicht ist voller Pickel, weil sie entgiftet? Wie meint sie das? Oder es kommt gar nicht und du hast einfach mega geile Haut von Natur aus. Wie spät ist eigentlich? Keine Ahnung, aber ich muss passen. Oh, stimmt, wir könnten Green Code nochmal senden. Aber wir müssen Code Green nochmal senden. Ja, ach, das. Giftstoffe über die Haut? Ist das so? Na, die ganzen Schadstoffe kommen raus, ist immer so beim Fasten. Hä, wenn man fastet, dann. Die Giftstoffe, die man im Körper hat, die kommen über Pickel nach außen? Okay. Ja, genau. Ja. Chat ist sich schon wieder nicht ganz, ganz einig hier. Das ist voll Schlafenszeit. Voll Schlafenszeit schon wieder. Dabei ist noch relativ hell. Ja. Aber. Ja, ich bin gespannt, wann es losgeht mit so richtig hartem Hunger.
Hast du schon irgendwann mal so einen Zeitpunkt gehabt, wo du sagtest, boah, ich habe richtig doll Hunger? So richtig doll? Ne. Boah, okay, mega gut. Also bei mir ist auch schon wieder besser geworden jetzt. Hoffentlich wird es einfach die nächsten 14 Tage nur noch besser. nächsten 14 Tage, das würde bedeuten, dass ich schon wieder Essen habe, weil ein paar Tage haben wir jetzt schon gemacht. Ja, wir können stolz auf uns sein. Das ist ein guter Anfang. Absolut. Ja. Absolut. Gute Nacht, Freunde. So, was machen die Boys? Schlafen. Oh. Also Leute, ich glaube... Oh, Musik? So häufig können wir das nicht nochmal laufen. Wir haben jetzt irgendwie drei Stunden nichts gegessen. 3 Tage meine ich nichts gegessen. Und jeder Weg davon fickt uns so krass, dass ich glaube, dass wir mit jeder Strecke dahin und zurück einen halben Tag verlieren. Im Vergleich zu, wenn wir einfach hier bleiben und hungern. Ja. Ich weiß gerade nicht so richtig, was der Plan weiter ist. Aber die müssen doch wieder zurück, um das Stellnetz, was sie aufgebaut haben, von der Theorie zu überprüfen, oder? Das Einzige ist wirklich dann nochmal hingehen, hoffen, dass wir es schaffen. Und dann vielleicht einen Fisch rauszuholen maximal. Und der kann niemals wieder gut machen, was das hier an Energie kostet, dahin zu gehen und zurück. Leute, sind mal ganz realistisch. Das Stellnetz wird weggeschwemmt sein, bis wir da sind. Ich glaube, bei Flut ist das so stark da. Aber andererseits ist halt immer ein bisschen Hoffnung noch da dran. Vielleicht ist es doch stehen geblieben. Boah, also aus Zuschauersicht will man jetzt schon wissen, ob das mit dem Stellnetz funktioniert hat, ob das weg ist, ob da ein Fisch drin ist. Das jetzt einfach aufzustellen und dann nicht zu kontrollieren, das wäre ein bisschen blöd. Vielleicht ist doch ein Fisch drin. Aber also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Bro. Bei mir war es gerade wirklich Limit. Limit. Also das war Wahnsinn. Okay, wir ruhen uns erstmal aus, Freunde. Bis später. Ach so, eine Sache übrigens noch, weil ihr das wahrscheinlich sogar viel mehr mitbekommen habt als ich. Ich habe das jetzt nur irgendwie über 3 Ecken hin und her mitbekommen. Ich weiß auch gar nicht, wen das jetzt alles genau betrifft, aber irgendwie, glaube ich, gab es da Unstimmigkeiten oder Stress mit irgendwie Briefkastenabholung oder weil Sascha und Knossi das Orga-Team kontaktiert hatte. War irgendwie, habe ich irgendwas gehört in irgendeinem Video und gefragt haben wegen Red Tide und ja, also irgendwie ist da, ich kann euch da tatsächlich nichts zu sagen, falls da Fragen zu sind. Ich glaube, die Personen jeweils haben da in ihren Streams Reactions drüber gesprochen, ich weiß es nicht genau. Ja, ich habe gar keinen Plan, was da jetzt genau wie wo los war. Ich weiß, dass es dieses Briefkastensystem gab, aber irgendwie auch hin und her und bla und dann, na, weiß ich nicht so genau. Oh, jetzt. Der Tag neigt sich dem Ende. Wir haben unsere Schlafplätze vorbereitet. Sehr gut. Haben gerade noch eine ganze Weile gequatscht, über 2 Stunden oder so, uns tatsächlich auch das erste Mal so richtig näher kennengelernt. Wer war eigentlich Sinn, was wir so machen, das war auf jeden Fall geil. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr nices Team. Besser hätte ich es nicht antreffen können mit dem Teampartner. Knossi hat dem Ranger bei der Abholung der SD-Karten gedroht, auszusteigen, wenn ihnen nicht sofort gesagt wird, ob sie Muscheln essen dürfen. Okay. Hatten auch Code Green vergessen und das Team kam zusätzlich zur Red Tide-Sache. Okay. Das Orga-Team ist an den Spots, um die Teilnehmer zu warnen wegen Red Tide, ja? Hä, ich denke, es gab keine Red Tide. Trimax und Umatra hatten auch Kontakt zum Orga-Team wegen fehlendem Code Green. Ja, und die haben dann gesagt, auf keinen Fall essen. Leute, ich sehe nicht mehr durch. Die wissen es wahrscheinlich, also ich bin, nee, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht, ich war ja weder bei dem, ich war weder im Orga-Team, noch war ich bei den Teilnehmern, noch weiß ich darüber was Bescheid und so. Ich habe die gleichen Infos wie ihr. Irgendwie undurchsichtig. Ja, so richtig sehe ich auch nicht durch. Deswegen kann ich da auch nicht wirklich was zu sagen. Ich habe es nur am Rande irgendwie mitbekommen. Fritz saß gechillt an der Hotelbar. Ja, wahrscheinlich. Wo auch sonst? Ja, wir gehen jetzt pennen. Joey entleert sich gerade noch den Pisser. Das werde ich jetzt auch noch machen und danach... Joey entleert sich gerade noch den Pisser. Ja. Auf den Schlafsack, die Nacht einleiten und dann geht es morgen wahrscheinlich um 8 Uhr oder was wieder weiter. Ich freue mich schon auf morgen, an der Hütte weiterzubauen und so weiter. Das wird bestimmt wieder ein guter Tag und hoffentlich gibt es vielleicht auch mal wieder was zwischen der Kauleiste. Das wäre auch was Geiles. Weil Hunger habe ich schon, obwohl
richtig Hunger habe ich nicht, aber ich habe das arge Verlangen, mal wieder was zu essen. Einfach nur, weil es Spaß macht. Na, die Kröte. Was zwischen den Kiemen zu haben, das wäre schon was. Ich frage Joey nochmal, ob er auch zufrieden ist mit dem Teampartner. Ob er sich auch freut. Joey, ja. Bist du auch zufrieden mit unserem Team? Lars, Rock. Lars. Wir packen das, 14 Tage. Jawohl. Das ist nicht mehr lange. Hey, aber er sagt gar nichts. Wir bauen uns hier richtig eine Villa. Und dann fangen wir an halt. Naja, Lars und Jan hat beides mit Mann A. Mehr Resources, aber auch Essen. Versprochen. Aber du wirst sehen, vierten Tag, übermorgen, hast du keinen Hunger mehr. Geil. Lars, danke. Sag dir doch mal das. Lars. Lars. Alles ich gut. Ich bin die Faust. Ja, geil, oh. Alter. Oh. Und damit sagen Joey und Lars guten Abend. Ey. Oh Mann. So. Mittlerweile ist echt schon dunkel. Sumatra hat übel Sodbrennen. Ah. Oh. Komisch vom Aschewasser. Shelter sieht toll aus von innen. Mach deine Augen zu. Wow, das ist richtig schon ein Häuschen. Da ist eine richtige Wand hin, Alter. Was ist los bei denen? Das sieht aus, ja. Wirklich toll. Wand an beiden Seiten. Richtige Holzwände. Kommen wir hier noch die Wand zu, dann kommen wir langsam die Maturmaterialien, dann haben wir schon einen Plan. Krank. Großartig. Wir werden uns jetzt richtig schön reinflezen. Ich find's cool, dass wir wirklich Survival machen. Ja. Also es ist wirklich. Wir nutzen super wenig aus unserer Flasche. Es ist wirklich Survival. Wir haben noch keinen Kochtopf mehr, wir tun heiße Steine in Müll, den wir am Strand gefunden haben und trinken das dann. Und trinken dann ja. Das dreckige Tümpelsumpfwasser. Ja, dahin. Stimmt. Also mehr Survival. Das macht keiner. Das macht keiner. Vielleicht. Nee, es macht wirklich keiner, ne? Vielleicht schaffen wir die 14 Tage nicht. Aber was wir hier in der Zeit dann gemacht haben, sind wir beide mega happy. So schwer ist das alles nicht. Wieland Welte im Edel Talk for Seven Wars Wild. Ja, aber das ging noch weiter. Er hat ja nicht nur gesagt, so schwer ist das alles nicht, sondern er hat auch noch gesagt, wenn man nicht gerade behindert ist oder so, dann müsste man das eigentlich schaffen. Vielleicht schauen das hier auch einige sagen, oh, die machen das falsch oder hier, da wächst doch. Aber es gab ja auch noch ganz andere Aussagen aus der Creator-Welt da draußen, wie das alles so abzulaufen hat da und zum Thema des Schwierigkeitsgrades und so weiter, ne? Gab's ja auch noch ein paar andere. Seerucola, wieso essen die den nicht? Keine Ahnung, wahrscheinlich machen wir richtig viel falsch, aber wir geben unser Bestes. Und jetzt geht Tag 3 zu Ende, morgen schon direkt Tag 4. Ja, es ist okay. Gute Nacht, bis morgen. Oh, jetzt! Die beiden Herren haben wir noch gar nicht gesehen, die Folge. Hallo. Ich schlafe unter einem Shelter, das erste Mal in meinem Leben unter einem richtigen Shelter, guck. Mit Loch aber. Ja, aber hier, komm wieder, ja. Shelter! Das glaubt uns kein Schwein, Sascha. Ja gut. Ich hätte mir mal so ein bisschen Regen gewünscht jetzt. Geiler Tag. Und wir haben das Gefühl, morgen klappt es mit dem Fisch. Ich hab's Gefühl. Ja, ich auch. Wir hauen das Ding morgen wieder raus. 40, 50 Meter. Und dann am Nakoyeda. Was für ein Ding? Was ist was für ein Ding? Und dann am Nakoyeda. Am Nayukeda? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Jetzt erstmal sleepy, sleepy. Sascha hat ein bisschen Angst vor dem Wolf. Ja. Passiert nichts. Ich lieg da, wo der Wolf als erster hinkommt. Aber passiert nichts. Gell? Der Wolf kommt nicht. Der Wolf ist unser Freund. Ja. Der Wolf ist wirklich unser Freund. Tiere sind unsere Freunde. Hab das keine Angst vor Tieren. Gell? Wir schlafen da mitten unter Wölfen, vielleicht Bären, Pumas, Kröten, alles da. Die Kröten sind hier rechts, direkt. Wir liegen da einfach. Wir haben so diese Routine auch schon. Ja. Wir stehen auf, gehen waschen, machen dann immer, was Tagesordnung steht. Ja. Dann gehen wir tagsüber da zu uns im See. Da ist viel ruhiger, zieht nicht so, schönes Wetter. Ich sag dir ehrlich, Fritz, oh. Da muss mehr kommen.
Da muss mehr kommen, wirklich. Was ist das? Verschrei's nicht. Ja, auf. Sonst kommt der Regen. Ja, oh, bitte kein Regen. Alles gut. Alles gut, doch nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, sorry, ich habe leider keinen Einfluss aufs Wetter. Dass wir da plötzlich einen Hochsommer haben ohne Tropfen Wasser, also Regen meine ich, da kann ich gar nichts für. Totale Aufnahme, Alter. Stimmt, wir hätten im Löschflugzeug rüberfliegen können. Boah, das wäre geil, oder? Stellt euch vor, oder mit so einem Heli, mit so einem Löschding drunter. Und dann hoverst du wirklich einfach über dem Shelter und rapp. Ob das Stock-Footage war, weiß ich nicht. Es kann ja gut sein, dass die diese Aufnahmen einfach da irgendwo halt das Orga-Team extra gemacht hat. Beziehungsweise die Kameraleute vom Orga-Team. Das weiß ich tatsächlich nicht, ob das jetzt von denen dort vor Ort aufgenommen worden ist oder Stock war gerade. Tag 4. 8.34 Uhr. Oh, das ist mal, oh, das ist mal eine interessante Drohnenaufnahme gerade. Hatten wir so eine schon mal von hier, wo man das so richtig geil sieht und wo die eigentlich sind? Okay. So, was ist los mit den Boys? Moin, moin. Moin, moin. Was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Freunde, moin. Was geht ab? Wir haben Tag 4. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen bekommen, aber geht noch. Also easy. Dominik, was ist der Plan für heute? Boah, ich muss mich erstmal hier raus. Alter, Dominik, sieht aber auch aus, als hätte er so eine Fetischmaske auf oder was? Ist da gerade irgendwie im Club unterwegs und hat da irgendwie so einen ganz speziellen Netzfetisch? Wühlen aus meinem mega bequemen Nest. Und dann werden wir heute, Freunde, passt auf, weil's. Boah, ich will so diesen Nippeltwister, ne? Und auch so reinbeißen, so. Uns gestern so viel Bock gemacht hat, nochmal ins Meer gehen. Yeah. Und hoffen, dass halt irgendwie. Ich will richtig so machen. Fische in unsere Fischfalle reingekommen sind, in unsere Stellnetz. Okay, jetzt möchte ich ganz kurz nochmal, Dominik, von dir, möchte ich nochmal ganz kurz hören, wie hoch schätzt du die Prozentzahl ein, dass wir da was gefangen haben? Ich würde da schon optimistisch mit einer 1% Chance rangehen. Also oder ich glaube, 1% ist so wenig. Ich glaube, es ist 10% Chance, dass das Stellnetz überhaupt noch steht. Und in diesen 10% 1%, dass Fische drin sind. Aber wenn in den 10% der 1%, dass da ein Fisch drin ist, dann wäre es doch nur 0,1% insgesamt, oder? Moin. Alter, die haben hier hinten ein Regal. Wie geil ist das denn? Das sieht man jetzt erstmal. Oh, das liebe ich ja, ne? Einfach so ein schönes Regalbrett, wo die ihre Sachen ordentlich draufgelegt. Oh. Das erfüllt mein Inneres wirklich mit Freude. Moin. Servus. Tag 4, ha? Huh? Okay. Trotz Aufpolsterung des Rücken ab einer gewissen Zeit Thema. Ja. Ist halt kein schönes Bett wie zu Hause, ne? Wie lange das braucht, bis man morgens in die Gänge kommt, ne? Ja. Sich aufzuraffen. Wake up and grind, auch mal einen Wecker stellen um 5 und dann auch mal loslaufen einfach. Quasi, dass es losgeht. Mhm. Schwierig. Naja, jetzt geht's gleich erstmal wieder runter. Wasserfilter, einmal Morgenwäsche. Und dann tigern wir irgendwie zum See. Und schauen mal, ob wir was fangen. Ja, ansonsten nachts war nichts los. Mhm. Naja, ich habe hier hinten ein bisschen was knacken gehört. Okay. Aber nichts Großes, glaube ich. Ah, mich ärgert es ein bisschen, dass wir auf den Wildkameras irgendwie nichts drauf haben. Also, weil wir haben ja die Neuerung, dass wir gesagt haben, wir haben den Camcorder mit Zoom-Funktion. Das war bisher schon ganz cool. Also, nee, das war geil, dadurch haben wir den Wolf perfekt drauf. Das hat schon gelohnt. Night Vision hat nicht wirklich jemand genutzt, außer, glaube ich, ich und Martin einmal. Waren jetzt auch nicht so lange drin. Aber Wildkameras? Irgendwie? Schauen wir mal. Na gut, dann let's go. So, wir haben uns aufgerafft, treten den Weg nach unten an. Alter. Ist jetzt der 4. Tag, 3 Nächte. Und ja, jetzt merkt man so, dass der Kopf halt einfach, also mir ist so ein bisschen dizzy, bei Andi sind so leichte Kopfschmerzen.
Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Also, mir ist so ein bisschen diesig, bei Andi sind so leichte Kopfschmerzen. Guck mal hier. Hier ist einfach die Rinde abgemacht und ein Pfeil drauf. Haben die markiert, wo es lang geht zu ihrem Shelter oder was? Wahrscheinlich. Ausgeschildert, sehr vorbildlich. Ja, wir sind hier immer noch in Deutschland, ne? Obwohl wir genug trinken. Aber ja, Nahrungsmangel. Geil. Essmangel, aber wenig Essen macht sich halt bemerkbar, ne? Vor allem, was halt so Blutzucker angeht. Ich denke mal, das wird gerade so hart kicken. Weil Elektrolyte kriegen wir glücklicherweise durch das Salz rein. Aber ja, deshalb jetzt ganz langsam machen. Und ihr müsst überlegen, 3 Nächte, das heißt, es kommen noch 11. Schritt für Schritt, vorsichtig hier nach unten. Dort erstmal wieder Ritual. Zähne putzen, sauber machen. Die Fahne sehen schön aus. Code absenden, Wasser filtern. Code absenden, ich dachte gerade, wegen Code absenden, wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, warum nennt ihr das denn Code absenden? Warum seid ihr nicht, ich gehe auf Toilette? Dann werden wir ganz langsam und gemächlich zum See tigern. Die tigern recht viel in letzter Zeit. Zu versuchen, wenigstens an ein paar Proteine zu kommen und Fette über Fisch. Ja, schauen wir mal. Wir sind hier gerade richtig festgeeist, ey. Jetzt kommt auch gerade die Sonne raus. Ich glaube, das nehmen wir noch mit. Andi wäscht sich noch sein Gesicht und dann machen wir wirklich vielleicht los. Wir müssen, Alter, wir müssen. Mittags brauchen wir nicht Fische fangen. Wir müssen Vormittag gehen, früh. Ja. Noch schaffen wir's. Ja, aber früh und Vormittag ist eigentlich schon vorbei, oder? So wie die Sonne da gerade schon knallt. Wir müssen es noch aufraffen. Und das ist die Schwierigkeit. Aber wir schaffen das, wir schaffen das. Ja. Meinst du? Was uns gerade aufgefallen ist, ist, ist jetzt der 4. Tag. Yes. Also, oh Gott, ich kann nicht mehr rechnen, ist doch scheißegal. Lange, also für unsere Verhältnisse lange ohne Essen. Ja. Aber Hunger ist nicht so wirklich da. Ganz komisch, warum haben wir keinen Hunger? Ich meine, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber kein also Hunger. Also war auch nie jetzt irgendwie in der ganzen Zeit, wo man irgendwie so ein Magengrummeln hatte oder so dieses Hungergefühl, was man von zu Hause kennt. War gar nicht. Ich verstehe das verstehe ich nicht. Ja. Komisch, also ich hatte es auf jeden Fall die ganze Zeit. Ich war immer noch nicht kacken, Leute. Schreibt es in die Kommentare, ich auch nicht. Ist das normal? Na, da würde ich jetzt aber langsam mal den hier machen. Das war sonst gefährlich. Wie gesagt, ich habe richtig krass gefrühstückt, bevor wir ausgesetzt worden sind. Hm. Haben alle gemacht so. Warum muss ich das nicht auskacken? Tja, weil dein Körper sagt, alles drinne halten, alles drinne halten. Also weil nichts nachkommt vielleicht, das ist ja verrückt. Ja. Und was ich auch nicht, also was ich auch vom Kopf her nicht verstehe, also ich weiß von meinem Kopf wäre, ich brauche was zu essen, damit ich wieder Energie habe. Genau. Aber ich habe überhaupt gar keinen Bock, was zu essen gerade. Also mich darum zu kümmern, da jetzt irgendwie. Ja, das drum kümmern, hast du keinen Bock, weil das natürlich super anstrengend ist und du weißt, du musst da hochlatschen und du gehst eh davon aus, dass du nichts fängst und so. Deswegen ist der Kopf, wo er sagt, ach, lohnt sich das überhaupt alles? Irgendwie ewig durch den Wald zu laufen, eine Angel bauen, Angel auswerfen, vielleicht einen Fisch fangen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ganzen Weg zurück, dann ganz Feuer machen. Ja, da würde ich lieber sitzen bleiben und es nicht tun. Ja. Also mich motiviert jetzt schon, einen Fisch zu fangen so. Ja. Aber Gerrit nicht, aber kann ich verstehen. Das ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die ganze Aktion, selbst wenn wir 2 Fische fangen, die ganze Aktion ist halt plus minus null. Ja. Wenn das ist richtig. Ja, stell dir vor, ein Fisch, Alter, den wir haben Salz mit, Leute. Ja. Das Beste ist mit, dass ich hier so ein Kokstäschchen habe. Ja, das ist halt das Geilste. Ja, und das ist, kommt ja bei mir noch oben drauf. Ich esse nicht gerne Fisch, deshalb motiviert mich das halt auch noch mal weniger. Ja. Also, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, so eine Ente im Raum stehen würde oder sowas. Ey, Gerrit, vielleicht fangen wir auch eine Ente. Wir würden ja auch auf die Jagd gehen, aber dieser Wald ist einfach komplett tot. Uns glaubt das keiner, das haben wir schon viermal gesagt. Hier ist nichts. Schnecken kannst du essen, aber das will ich nicht essen. Ja. Aber das haben wir auch, glaube ich, schon mal gesagt. Ja. Alter, man wiederholt sich. Sonst ist hier ist nichts. Der Wald ist tot, Mann. Ja. Und deswegen glaube ich auch zu 95%, dass der See auch tot ist. Ja. Da ist kein Blubber, da springt keiner, da blubbert nichts, das ist nichts. Ja. Wir probieren es trotzdem, weil es einfach unsere Chance ist, aber war ja nicht. Schauen wir mal. Aber wir greifen jetzt an. Ja, na du wäsch dich jetzt erstmal. Und dann greifen wir an. Ja, Andi ist auf jeden Fall noch motivierter. Ist schon mal gut. Der muss gerade mit hochziehen. Einen wunderschönen. Guten. Also manchmal frage ich mich, ob Knossi das mit Absicht macht.
Morgen. Hallöchen, Hallöchen. Hallöchen, Puppelchen. Jetzt muss ich jeden Morgen, wir zwingen uns zum Trinken. Boah, ich habe Nierenschmerzen, wirklich, weil ich merke es im unteren Rücken, das sind Nierenschmerzen, weil ich zu wenig sauf. Ja. Jetzt zwingen wir uns einfach, jeder die halbe, ja. Weg damit. Boah. Wir müssen uns echt zwingen. Was sonst unsere Mädels mit uns machen, machen wir jetzt gegenseitig. Weg den halben Liter, jeden Morgen. Und dann direkt wieder Bikopur rein. Oh. Und wieder. Hab ich gesund. Aua. Bibi. Ich hab die halbe runter. Oh, stark. Ich würde sagen, muss drin bleiben. Ja. Bleib ruhig. Wir bleiben drin. Und wir bleiben auch drin. Trink. Na, da kann beginnen. In diesem Sinne, Prost. Oh Mann. Wirklich krass. Gell? Guck dir das mal an. Den Baum, das ist der Baum, den wir gestern abgesägt haben. Ist hier runtergefallen. Ja, der andere ist drüber. Und diese ganzen Algen waren gestern nicht da. Essen. Das heißt, das Wasser kommt ziemlich weit. Naja, dann ist so, Sascha, oder? Dann schwimmen wir. Dann schwimmen wir. Weißt du, was ich aber schön... Die haben schon einen geilen Platz da oben irgendwie, ne? Die sind hier, guck mal, die sind hier oben. Da sieht man ja den Shelter hier. Können hier so ein paar Steps runter machen, sind sicher von der Flut, haben einen schönen Bereich. Ist schon geil. Find. Oder? Das Meer ist so ruhig, wie es noch nie war. Es ist... Wir gehen gleich fischen. Die hatten da auch diese Enten doch irgendwo. War das doch bei denen, wo die Enten da hatten? Und dann probieren wir's. Guck mal, wie ruhig das Wasser ist. Wir können vom... Ja, guck mal hier, das ist auch geil, ne? Also, wie gesagt, keine Ahnung, ob da was anbeißt oder nicht, aber sieht realistisch aus, dass du hier mal was reinschmeißen kannst. Wir können vom Strand aus werfen. Ein paar Möwen sind hinten. Wir versuchen es einfach mal nochmal mit unserem Köderfisch. Probieren wir's heute. Ey, das wird das Krasseste, wenn wir einen Lachs daraus ziehen. Oder einen anderen Raubfisch oder irgendwas. Irgendein Fisch. Das wäre das Allerkrasseste. Und dann direkt, stell dir vor, wir haben den Fisch, Sascha, direkt den Grill an. Oh. Jodi, 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 sexy, alles tanzt, alles locht. 40 Grad am Dancefloor. Hula Balu, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hula Balu, was kehrt denn dort dazu? Und jetzt machen wir es, jetzt nageln wir unsere Freundinnen an. Ja, ja. Alter, oh, ich habe gerade überlegt, was so contentmäßig irgendwie... Hat man die ganze Zeit gute Laune, wenn man den beiden zuguckt, aber irgendwie machen die auch nur Scheiße, oder? Also so richtig was bei rum kommt da ja eigentlich bisher nicht. Aber trotzdem ist es super unterhaltsam. Festival-Vibes. Jetzt nageln wir unsere Freundinnen. Ja, verstehe, Chat, verstehe. Ich habe halt überlegt, so, also ne, der Shelter ist natürlich jetzt eher ein bisschen witzig so. Also eigentlich haben die noch nicht groß irgendwie was gemacht. Naja, okay, so ein bisschen da die Angel reingeschmissen. Aber trotzdem ist es super unterhaltsam. Oder nicht? Das stimmt doch. Das machen wir jetzt. Oh, ja, jetzt. Du, das stand da jeden Tag und es muss jetzt befestigt werden. Ihr Süßen zu Hause. Die haben einfach einen Nagel mitgenommen, um da ein Bild von ihren Freundinnen aufzuhängen. Wir vermissen euch. Wir denken an euch und wir reden auch über euch. Macht euch keine Gedanken. Gerade eben haben wir gefragt, meinst du, die machen sich Sorgen um uns? Schau, wie schön. Wenn ihr euch Sorgen macht, ist unbegründet. Macht euch um uns keine Sorgen. Schau, wie schön. Das, weißt du, dass auch unser Glück ist? Ja, ihr braucht euch gar keine Sorgen machen. Uns geht's gut hier. Schaut euch das an. Jetzt ist schon ein geiles Gefühl. Da hängen die jetzt fest. Da ist super. Ja. Richtig perfekt drin. Ja. Immer bei uns.
Das ist ein Autourlaub, den wir niemals vergessen lassen. Ja. Und man muss auch sagen, zu zweit ist ein ganz anderes Ding als alleine. Ja. Alleine wäre es hier wirklich hart. Aber alleine wäre es hart. Ich denke mal halt so, ist es bei allen so? Weil wir verstehen uns halt so gut. Vielleicht ist es für andere ist halt härter oder auch oder harter. Lass meine Rochen, Alter. Einfach auch, wenn man sie vielleicht immer streitet oder Meinungsverschieden hat die ganze Zeit. Kann auch anstrengend sein. Das kann anstrengend sein, aber wir hatten noch gar nichts. Wenn Streit kommt, halte ich drauf. Wir halten drauf, wir zeigen alles authentisch, aber bis jetzt war halt noch nicht. Regst mich langsam auf. Ja, du mir. Nee, wirklich, ich tu nur so. Stell dir vor. Aber das schaffst nicht. Ja, die ganze Zeit was vorzugaukeln. Nee, es ist einfach wirklich schön. So, A von Hanna. Morgen. Es ist mein Lacher. Es ist Tag 4. Tag 4. Wisst ihr, was das bedeutet? Es wurde immer gesagt, die Frauen gehen raus an Tag 3 heult. Junge, wir haben es bis Tag 4 geschafft. Ey, komm, wir können uns mal. Geil. Feier ich, wie sie einmal die ganzen Hälfte hops nehmen. Ja. Weiter geht's. Ein Tag schaffen wir noch. Also ich fühle mich auch einfach viel zu gut. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich auch literally noch wie an Tag 1. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. So, jetzt geht das Hype von morgen weiter. Aber generell, ich bin gerade so am Überlegen, im Vergleich zu Staffel 1 und Staffel 2 ist generell der Vibe ein viel lustigerer, ne? Liegt das an den Personen oder liegt das daran, dass sie zu zweit sind? Guck mal, Hanna und Afa die ganze Zeit am Lachen. Knossi und Sascha auch die ganze Zeit am Rumkichern. Dominik und Kevin auch gerade da am Singen und sich gegenseitig Hops nehmen. Auch Rumatra und Trimax feiern sich die ganze Zeit irgendwann ab. Gerrit und Andy waren auch eben gerade in dieser einen Szene, wo sie sich so ein bisschen gegenseitig Hops genommen haben, mit sarkastisch und bla bla bla, auch am Feiern. Joey und Lars auch gerade. Gibt nur ein Team, das nichts zu lachen hatte. Die sind dann auch berechtigterweise schon draußen. Aber oder? Ist krass. Und wenn ich so an Staffel 1 und 2 denke, ja, da hatte jemand mal irgendwie ein bisschen gute Vibes und Laune, aber das war irgendwie ein anderes Feeling, ne? War irgendwie anders. Und zwar haben wir hier einen See neben dem Meer entdeckt und denken uns gerade einfach so, hey, da sind doch safe größere Krebse drin, als auch kleine Fische, die man einfach so essen kann. Und ja, das wimmelt schon. Hä? Das ist es. Ja. Was? Oh ja. Geil. Ich sehe noch nichts, Hier ist alles voll. Ja, ich hole das Netz raus. Zwar Minifische, aber Alter. Ja, egal, die essen wir einfach so komplett im Ganzen. Jetzt probieren wir es mal mit dem Stellnetz hier. Ich habe nur die Befürchten, dass die kleinen Fische hier durchkommen. Aber probieren wir das Ganze mal aus. Okay, bin ich gespannt. Ist das geil. Nahrung, Hanna. Uns kann keiner was. Ich habe jetzt einfach hier jeglichen kleinen Scheiß. So Mini-Krebse waren da noch drin und so kleine spinnenartige Viecher. Habe ich jetzt alles mit reingepackt und vielleicht bleiben da ja die kleinen Fische mit drin hängen. Und die größten kleinen Fische habe ich eben hier gesehen. Das heißt, ich werde das einfach da so irgendwie mit reinlegen. Und who knows what's happening? Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht aber auch Pech. Ich hätte mir jetzt tatsächlich an deren Stelle aus einem Schlauchschal und einem Ast, glaube ich, einen kleinen Kescher gebaut. Schlauchschal hinten zubinden, irgendeinen Ast nehmen mit einer Astgabel, das dann so ein bisschen biegen, irgendwie sowas in die Richtung oder je nachdem, was sie noch so mit haben. Oder vielleicht findet man irgendwie auch einen alten Eimer oder Helm, wo man sich so einen Ring rausschneiden kann, um das zu befestigen. Und dann hätte ich die, glaube ich, abgekeschert, weil das ist doch nur so ein kleines Ding hier. Die müsstest doch super geil abkeschern können. So, scheiß Stellnetz. Funktioniert gar nicht. Hanna und ich, oder wobei, wir haben es jetzt einfach ausgelegt. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir müssen es nochmal rausziehen. Hanna und ich greifen jetzt einfach die Fische. Ja, oder so. Und packen die nach und nach in die Bottle rein. So. Ist jetzt schon der zweite, den wir hier haben. Ah. Na, komm. Ja, krass. Geil. Haben wir schon zwei da unten. So, wir ziehen jetzt hier die ganze Zeit richtig schnell die Dinger raus und gucken, ob denn da noch was dran am Zappeln ist. Ja, das ist halt. Ja. Das weiß gleich. Da steht einfach mit den kompletten Stiefeln im Wasser drin. Juckt sie einfach überhaupt nicht.
Das ist schon zu tief, wir kommen nicht mehr rein. Ja. Ah, kommt da jetzt aber die Flut wieder? Kann das sein? Ja, okay. Ja, aber war okay Ausbeute. Wir haben 3 Fische innerhalb von 3 Minuten gefangen. Morgen passt. Früher los. Morgen früher los und dann. Oh, ich dachte kurz, da hinten ist ein Eisbär. Warte mal. 3 Minuten gefangen. Morgen passt. Früher los. Hier. Sieht original aus wie ein Eisbär. Seht ihr das? Hier hinten der Körper, Vorderpfote nach hinten, der Arsch auf dem Boden, hier der Nacken, bupp, hier der Kopf. Einfach ein Eisbär. Ist das Ding muss doch bei TikTok schon viral gegangen sein, mit Eisbär bei Hanna und Affe und so. Das hat aber bestimmt schon mal jemand gesehen. Das sieht original aus wie ein Eisbär. Morgen früh, hallo. Bin ich doof? Seht ihr das auch von der Silhouette her? Und dann den ganzen Bums machen, dann haben wir eine Buddel voll. Das war gutes Learning heute. Mhm. Guck doch mal hier. Und jetzt ist sowieso ganz gut, sich langsam ranzutasten. Die Einheimischen meinten zu mir, alles, was im Wasser schwimmt, kann man so bedenklich essen. Bei einem Grünen denke ich mir, was ist das? Aber da ist ein grasgrüner Fisch. Essbar ist essbar, wenn die das sagen. Oder eine Moräne. Keine Ahnung, sieht für mich aus wie ein Fischkopf, dann ist auch essbar. Langsam. Ja, jetzt will ich aber sehen, wie die das wegsnacken, Alter. Tasten. Von dem Grünen vielleicht essen wir nur ein Stückchen. Ach nee, ich esse den einfach ganz. Oh, jetzt bin ich gespannt. Findest du eklig? Ja. Ach, stimmt. Alle 3 Sachen finde ich eklig. Ja, na klar. Und sehen für mich nicht nach Fisch aus. Geil, Freunde. Ich bin gerade dabei, hier Feuerholz zu suchen. Und dabei habe ich eine Schnecke entdeckt. Und die Schnecken, die kannst du auf jeden Fall auch essen. Aber gut abkochen. Und dann ran da. Geil. Heute ist ein guter Tag. Alter, die Mädels legen richtig los. Einen wunderschönen guten Morgen. Boah, geiles Feeling. Tag 4 beginnt. Komm mal da hin. Wieder unglaublich neblig, alles feucht, aber nicht so feucht wie letzte Nacht. Das ist gut. Wir sind ziemlich dehydriert beide. Deswegen trinken wir jetzt gleich unser gestern mit Steinen abgekochtes aschebraunes Sumpfwasser. Und machen uns dann noch ein Wasser mit der Reinigungstablette. Plan für heute ist, gucken, ob wir es alles schaffen, noch ein paar Stöcker ranzuholen, ähnlich wie die, und die hier hinzupacken. Und dann da hinten diese Blätter, diese Mangrovenbüsche Blätter, hier drüber zu legen. Falls es in der Nacht regnet, dass es hier nicht direkt reinregnet, sondern erstmal drauf. Ist natürlich nicht hundertprozentig regenfest, aber wehrt schon viel Regen ab. Ansonsten in der Nacht haben wir uns richtig cool gefühlt hier hinten mit der neuen. Alter, geil! Wand und mit den neuen Wänden an der Seite. Ey, mega. Das war richtig geil. Die Wand ist echt nice. Das Shelter, da sind wir sehr zufrieden mit. Bis auf, es war ein bisschen sehr wenig reisig, oder das Reisig, was wir hatten, war, glaube ich, platt gedrückt bei mir im Hüftbereich. Also ein bisschen wenig geschlafen, aber sonst geht's sehr gut. Ich hab's gerade Code Green gesendet, damit die wissen, wir leben noch. Du musst meinen Garmin noch holen. Ja, Max hat seinen Garmin neben meinen Kopf gelegt und als ich aufgewacht bin und mich einmal bewegt, habe ich seinen Garmin runtergeworfen. Jetzt ist meine Schuld. Das war schon auf Schulterhöhe. So, also heute sind wir doch schon mehr im Arsch. Da ist einmal ein Weg hier den Sand hoch. Setzt einen schon gut zu. Zeit für ein bisschen Maggi. Aber warum machen die sich die Brühe nicht so richtig lecker irgendwie? Also so ein bisschen Wasser irgendwie warm machen, aufkochen, da drin lösen und dann wirklich eine Brühe trinken. Das ist doch mega. Aber die ziehen sich ja immer nur irgendwie das Pulver so komisch auf der Hand rein, ne? So, lecken das da einfach so ab. Ist das ein beschissenes Frühstück? Wow. Ja, das ist so kacke, das macht schon fast wieder Spaß. Echt? Hm. Nicht? Zu viel Aufwand. So einen Kack machen wir doch noch nie wieder. Das stimmt. Schon eine geile Erfahrung. Ich habe mal eine Umfrage gemacht. Oh. Wie viele Leute selber so Bock hätten, den Fritz einladen würde zu Seven vs. Wild. Da meinten irgendwie 32%, dass die zusagen würden und dass sich darauf freuen würden. Das ist eine extrem geile Erfahrung. Nur 32% oder was? Ich hätte auch gedacht, dass das mehr sind. Das ist schon viel. Viele meinten auch, Digga, ich bleib lieber zu Hause auf dem Sofa und guck mir das an. Das finden sie ganz toll. Aber wenn man das einmal gemacht hat, ja. Dann weiß man, wie scheiße das ist. Oder? Na? Ich kann mir nicht vorstellen, das nochmal zu machen.
Ja, das ist, wenn man sich das hier entspannt zu Hause anguckt, ist es chillig. Wir sind zusammengeschnitten, auf unterhaltsam, bub, 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 bub. Aber ihr müsst ja überlegen, zwischen diesem Cut, zwischen dieser Szene und der Szene, wo sie sich verabschiedet haben, sind halt irgendwie auch, keine Ahnung, 10 Stunden vergangen, wo du halt irgendwie da pennst, Luftfeuchtigkeit, das Ding ist hart, du wachst ständig auf und, ne, also das ist alles, Leute haben, glaube ich, eine völlig falsche Wahrnehmung. Also 7 Tage, sagen wir mal ehrlich. Wie meine? Ja, 7 Tage ist Kindergarten. Das ist wirklich nur was für Kinder. 7 Tage ist aushalten, nichts essen. Also 7 Tage ist, ich meine, wir sind jetzt an Tag 4. Weißt du? Mhm. Weil wir jetzt einen geilen Shelter, war ja auch in der ersten Staffel, haben viele einfach gepennt. Man war fertig. Ja. Wenn man so wenig isst, kann man auch viel schlafen. Und die Zeit kriegt man rum. Ich meine, wir haben noch so viel zu tun. Wir haben noch 10 To-Dos. Wir wollen noch so viel machen hier. Alleine muss man auszuprobieren. Eine Falle bauen mit einer Wasserflasche ins Ebbebecken, mit Speerfischen probieren, Fischen in der Hohen See, mit Krebsfleisch für Fische, ein Schachbrett schnitzen und Schachfiguren. Klar. Wir wollen eine fette Wanderung machen. Eine fette Wanderung? Wir wollen auch das ganze Ding mit Naturmaterial zuklatschen. Wir wollen uns ein Feuerholzunterstand bauen. Wir wollen Kelb rösten. Ich möchte noch diese kleinen Springgarnelen da probieren, ob das geht. Also wir haben unglaublich viel vor. Das würden wir in 7 Tagen gar nicht schaffen. Aber 14 ist eine Wucht. Das ist krass. Gerade auch 14, das soll nicht wie eine Ausrede klingen. Also das ist ja wie es ist. Wir haben keinen Kochtopf und keinen Wasserfilter und keinen Süßwassersee mit Fischen. Also das ist schon hardcore. Aber ich finde es auch geil, muss ich sagen. Ich hätte mir niemals unseren Spot so vorgestellt. Ey, ich habe mir alle Survival Guides aus Kanada, British Columbia, Vancouver Island. Ich habe mir alles reingezogen, ne? Auf YouTube, was es gibt. Da gibt es gar nicht so viel. Und nichts davon, ich predige dir jetzt, sagt er, nichts davon sah so aus wie hier. Da gab es, glaube ich, 3 Englische. Der eine hat eine riesige Serie. Und dann gab es noch 2 Spanisch sprechende Leute. Selbst das habe ich mir reingezogen. Geht ja nicht so da um die Sprache, sondern einfach um das, was die da machen. So viel gibt es nicht. Und keiner von denen war in einem fucking Mangrovensumpf. Ja. Es gibt kein YouTube-Video, wie jemand mal irgendwie 3 oder 7 Tage Survival auf Vancouver, in der Nähe Vancouver Island, in einem Mangrovensumpf macht. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja, aber ist doch geil. Oder? Wir müssen ja auch mal was zeigen, was es halt noch nicht gab. So, die Sonne kommt raus, ist nicht mehr ganz so neblig. Ich glaube, ich wasche jetzt diesen Behälter aus einmal. Dann werde ich so viele Bären sammeln, wie es geht, Alter. Dann werde ich sie mir alle einverleiben. Oha. Das Problem ist, dass an einem so einem Strauch immer nur so 2, 3 frische Bären hängen. Das nervt natürlich. Jetzt, bo, bam, 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 sammel, sammel, sammel. Also die Mucke. Bo, bo, bo. Roman hat hier gleich 600 Gramm Bären vernichtet. Aber auch in der Geschwindigkeit. Hilft das? Wie sind die? Müssen wir probieren, mal? Nein, noch nicht. Hä? Aber ist die jetzt nur er? Ja, zerquetscht. Mag ich dann auch nicht. Ich darf nicht, wie so manche den Kreuzschnitt so weit offen haben und manche nicht. Reifer. Ja. Wie schmecken die denn? Sag mal. Ich finde die Unreifen leckerer, die ein bisschen rot sind noch. Weil die ein bisschen saurer sind. Aber sonst insgesamt? Du, kann man essen. Wenn die gute Laune Bären, welche sind, welche von 1 bis 10? Warum gute Laune Bären sind eine 8. Eine 8 von 10 und die? Eine 5. Eine 5 von 10. Ey, diese Unterhaltung ist so. Ach, ich kann das gar nicht beschreiben. So, irgendwie so halb sarkastisch, ne? Man kann das irgendwie nicht so. Man denkt die ganze Zeit, die verarschen sich gegenseitig. Naja. Naja. Und dann geht er weg. Er fragt einfach so Rumatra wegen Bären aus und dann sagt er so, naja, und geht einfach. Oha, oha, oha. Das sah aber nach einem ordentlichen weiten Weg aus. Wir sind beim See angekommen. Ein Gewaltmarsch. Es ist so lang, der Weg. Wahrscheinlich Luftlinie, überhaupt nicht viel, aber dadurch, dass du halt durch diesen dichten Wald starksen musst, ja. Unfassbar. Das heißt, wir bauen uns jetzt eine Stipproute.
Genau, haben schon ein Ästchen dafür oder ein Bäumchen dafür. Und probieren wir unser Glück hier. Das ist die Säge. Auf geht's. So, das ist er. Jetzt erstmal entasten. Ja, ich denke, der ist ganz okay. Bisschen länger wäre geil, aber alles, was hier länger ist, ist dicker und das ist scheiße. Dann kannst du die Route nicht mehr richtig halten und so, das bringt dann auch nichts. Wir müssen halt nehmen, was wir haben und das haben wir jetzt. Jetzt machen wir vorne so eine Nut rein, wo dann die Angelsehne reingelegt wird. Eine sogenannte Sollbruchstelle. Und dann können wir schon den Köder dran basteln. So, hier ist unser Angelzeug. Wir benutzen diesen kleinen Haken hier. Und diesen Wobbler. Wo ist er? Da. Den Wobbler. Ist doch kein Wobbler, oder? Ist einfach ein. Also ist quasi ja kein. Gummifisch zählt man das dann, oder? Oder Gummiköder. Wobbler benutzen wir den kleinsten, den wir haben. Das ist der Typ hier im See, ich hoffe, die sehen das. Wobbler sind doch die Teile, die so sich hin und her bewegen mit so Scharnieren drin. Oder ist das jetzt ein Wobbler, weil hier hinten so ein Ding rumwobbelt? Aber wird schon. Der hat auch so ein Glitzerzeugs dran. Ja, und damit probieren wir es. Erstmal. Kunstköder. Gerrit hat jetzt schon Schnur abgeschnitten. Wie viele Meter hast du? Ungefähr die Angellänge. Bisschen weniger vielleicht, aber wir müssen auch noch knoten. Ja, sagen wir so ungefähr 3 Meter circa. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Ja. Ja. Den Knüppel haben wir uns auch schon vorbereitet. Das ist einfach unsere Säge. Ja. Damit kann man knüppeln. Wenn das hier nicht funktioniert, probieren wir auch nochmal Kunstfliege vielleicht. Vielleicht kommt da was. Auch nicht schlecht, ja. Wir probieren jetzt hier einfach mal ein paar Stündchen. Genau. Also ich glaube, clever wäre jetzt, bei dem Kunstköder musst du ja normalerweise das Ding in Bewegung halten, damit dieses Teil hinten sich da so bewegt, ne? Sonst ergibt das, glaub ich, keinen Sinn. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall clever, jetzt gefühlt so 5, 6 so eine Dinger irgendwie auszulegen. Ich habe ja damals in Staffel 1, habe ich, glaube ich, 4 Angeln gebaut und die dann parallel ausgelegt mit Ködern. Einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. So. Ist zu lang, ne? Ist ein bisschen doll lang, ja. Ich kann es trotzdem probieren. Aber das ist lächerlich. Vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht auch nicht. Na, schauen wir mal. Ja, man merkt so in der Stimmlage, Gerrit hat gar keinen Bock, ne? So, oder? Wirkt so ein bisschen angefressen. Ja, wir machen jetzt mal einen Zeitraffer an und angeln. Oh ja, wir machen jetzt mal einen Zeitraffer. Hier jetzt ein Weilchen und dann holen wir euch ab, wenn wir was gefangen haben. Aha. Top. So. Ja, die Stippangel da ist zu kurz. Das ist nichts. Wir kommen ja gefühlt nur 2 Meter. Das ist völlig sinnlos. Jetzt sehen wir, was ihr braucht. Okay. Damit auch nicht, aber schauen wir mal. Spindel geschnitzt. Oh, warte mal. Was hat Gerrit gerade gesagt? Völlig sinnlos. Jetzt sehen wir, was ihr braucht. Viel weiter kommen wir damit auch nicht, aber schauen wir mal. Oh, Gerrit, das ist richtig angefressen. Spindel geschnitzt quasi. Das wird jetzt durch die Gewichte. Hat man schön einen Wurfarm, sag ich mal. Und der wird jetzt raus hier fächert. Wahrscheinlich hätte man das auch anders bauen müssen, merke ich gerade. Ach so, dass es nicht da dran ist, ne? Zwischenknoten? Ja. Stimmt, können wir ja gleich nochmal machen. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal, wie doll das ins Wasser schwingt. Sind ja auch keine Profis, ne? Kommen wir schon mal weiter. Ja, aber überleg mal, wenn du jetzt eine richtige Teleskopangel hast, dann pfefferst du das Ding halt hier hinten irgendwo hin, ne? Und ziehst das hier schön nach und zack, das ist jetzt schon ein Riesenunterschied. Ah, ist schon mal 3 Meter weiter. Ich bin halt irgendwie kein Freund von diesem Aktivangeln. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern irgendwie passiv, Angelfalle, einfach rein, warten, Meere auslegen, aber da zu stehen und da aktiv zu angeln, boah, weiß ich nicht. So, wir brauchen... Kann das sein, dass gerade Joey in der Aufnahme drin ist? Guck mal hier, rote Jacke. Hier hinten. Joey ist zu sehen. So, wir brauchen mehr Tannen, mehr Material, dass wir halt den Dach gut decken können. Und hier vorne haben wir einige kleine Tannen und die holen wir uns. Wir brauchen insgesamt jetzt mindestens 10 Stück noch, 10 kleinen, dass wir den Dach zudecken können und dann das ganze
Grünzeug noch oben drauf. Heute fängt der vierte Tag an und ja, mir geht's spenden und wie heißt nochmal unser Jan, mein Teampartner, ihm geht's auch gut. Was hat Joey gerade gesagt? Wie heißt er nochmal? Mein Teampartner. Wie heißt nochmal mein Teampartner? Wie war denn das nochmal? Ihm geht's auch gut. Er hat gestern gesagt, er hat sehr viel Hunger. Ich habe ihm gesagt, ab dem vierten Tag, also morgen, geht's uns beide besser. Aber der Jan, er macht das. Er macht das gut. Er macht das gut. Guter Teampartner. Bis jetzt. Und er bleibt auch. Ich ziehe mir meine Regenjacke an, weil die ganze Äste und der ganze Dreck, der geht in den Haaren, übers Körper. Deswegen, die Bäume da vorne, die drei Stück. Aber wo ist denn Jan gerade? Die brauchen wir. Daneben ist noch ein, die kleinen, so kleine Bäume. Die sind perfekt. Wir brauchen, wie gesagt, nur 10, 12 Stück. Und dann haben wir genug Grünmaterial. Okay. Steine lecken? Okay. Dass wir halt den Dach auch heute zubekommen. Dass wir einen Schalter haben, ein Überdach, eine Hütte, eine Villa. Natürlich. Oh! Scheiße. Oh! Das Blatt ist kaputt. Scheißdreck. Scheißdreck. Oh! Shit. Das Blatt. Fang an der Stelle hier hinten. Das Blatt ist kaputt. Oh mein Gott. Das ist eine Scheiße. Das Blatt ist kaputt. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, was das für eine Säge ist. Ist das vielleicht eine Fiskars mal gewesen, wo die den Griff abgebaut haben oder so? Ich kann es nicht ganz erkennen, nur wegen diesem Drehrad hier. Aber dass das hier hinten bricht, ist natürlich schon heftig. Nicht gut. Aber... Ja. Direkt Mindset jetzt. Wir haben die Hütte so 80% fertig. So, nämlich. Aber das... Und das, da kommt wieder das Gewinner-Mindset durch von Joey. Ist eine Katastrophe. Jan? Alter, was ist denn gerade... Egal, kein... Was? Alter, ich finde, Jan wirkt irgendwie ein bisschen gerade gruselig, oder? Was war das denn gerade? Jan wirkt richtig benommen, richtig wie so ein Hund, so ein Terrier im Angriffsmodus. Guck doch, achtet mal drauf. Jan? Alter, guck mal, das ist ein richtig leerer Blick. Der guckt auch nicht aufs Blatt, der ist... Egal, kein Untergang. Jetzt haben wir es einfach schwerer. Ja, wahrscheinlich, weil Jan sich dachte, das war die einzige Aufgabe, die ihm noch Spaß gemacht hat. Das Sägen. Aber kein Problem. Wir kriegen das hin. Scheiße, ey. Ja, ist echt ein Mist. So, was machen wir für Faxen jetzt hier? Wir zeigen euch Survival. Wie es der Otto-Normalverbraucher wie wir beide macht. Survival. Nach einem Flugzeugabsturz. Nach einem Kentern eines Bootes. Runterschwimmen zum Strand and survive. Mit Kräuterbrühe. Mit Kraftbrühe. Und Tabak. Bisschen Tabak. Und bisschen.
Wir sägen. Wir sägen den ganzen Abend. Man kennt sie, die gute alte Ketten, Handkettensäge nach dem Flugzeugabsturz. Nachmittag schon. Ja, ein Baum, Doppelbaum. Der Baum ist doppelt. Der Baum kommt aus der Erde und geht einmal links und einmal rechts. Der Baum hat die gleiche Stärke. Der Baum ist gut. Aber der Baum ist oben auch, unterstützt sich gegenseitig. Ist oben zusammengewachsen. Doppelbaum. Okay, let's go. Du willst zu dir ziehen. Und los. Pass auf, pass auf. Kleiner Tipp, wenn du sowas hast, nicht drücken, sondern einfach unten nehmen und ziehen. Dann fällt das Ding, weil wenn der unten quasi schon locker ist und steht, habe ich schon ganz oft gehabt, und du willst oben drücken, oben hängt der fest und du drückst von unten dagegen, das funktioniert nicht. Wenn du aber unten einfach nimmst und einfach mit dem weggehst, wegläufst, dann ziehst du den ja quasi so oben raus, wupp, und dann fällt er runter. Genau, einfach hinter dir herziehen. Das ist... hat auch funktioniert. Aber das ist der Klassiker. Wenn das oben zu verkantet ist zum Beispiel, oder auch wenn das in eine Astgabel irgendwo reinfällt, der Baum, da brauchst du ja nicht drücken. Einfach hier unten nehmen und dann ziehen und weggehen. Ja. Boah, Doppelbaum war lebensgefährlich. Warte mal, den Ast noch weg. Picobello. Aber ich will gleich an der Säge riechen. Ja? Ja. Ach, ich liebe, der Säge zu riechen. Das ist so. Alter, guck mal, was sie da schon an Material haben. Ich liebe das, an der Säge schnuppern. Okay. Achtung, Wendekreis. Oh, guck mal, wie viele Bäume wir gefällt haben. Ist krass. Okay. Mal kurz. Hä? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass wir so eine Stativkrake hatten. Hä? Bin ich gerade doof? Also letztes Jahr schon. Wie viel Bäume? Hatten wir dieses Jahr auch. Also hat. Ne, andersrum, hatten wir in Staffel 3 so ein Ding, ja? Bäume wir gefällt haben, ist krass. Okay. Super. Perfekt. Die lagen neben dem Grillanzünder. Die haben nur die Profis bekommen. Passt der? Stativkrage bekommen nur die Leute, die drin bleiben. Ah, okay, gut. Hey, Sascha! Heute schlafen wir oder zu? Gab's erst an Tag 4. Ah, okay. Zu dem Dach! Unter ganz zu dem Dach! Ja! Richtig zu dem Dach! Also, natürlich die Lücken, das muss alles noch gestopft werden. Hinten fehlen noch ein paar kleine Stöcker, aber das ist der Wachturm. Der Wachturm erwacht zu leben. Sieht richtig, richtig gut aus, gell? Step for the step. Das ist sowas Schönes. Ja, und ich sag's euch jetzt, no joke. Jetzt. Ich glaube, das machen die anderen auch, gell? Wir riechen dann immer an der Säge. Riech. Wie in der Heimat. Ey, wie gut riecht die Säge, gell? Ach. Boah. Boah. Das ist echt der beste Geruch. Das ist das, was ich brauche. Auch mal dran lecken. For the show. So, ich war jetzt eben einmal auf Feuerholzsuche. Hab hier ja nach Zwillenmaterial gesucht. Aber es ist alles morsch. Weißt du, ich guck schon nach oben, welchen Baum kann man fällen. Auch die sind einfach morsch. Kannst gefühlt gegen jeden Baum hier treten und die Dinger fallen einfach um. Deswegen auch hier, das Leben ist riskant. Es sind ja alles umgefallene Bäume. Auch gestern Nacht die ganze Zeit knackt das im Wald. Wir denken uns einfach nur, jo, kommen wir hier lebend wieder raus. Und das ist im Wald halt dann noch eine größere Problematik, Scheiße. Wenn wir uns in den Wald legen. Hier haben wir zumindest diesen großen Stamm, der uns ein bisschen schützt, wenn es runterknallt. So, Freunde, ich mache jetzt den natürlichen Frauenprozess. Ich habe noch immer meine Tage und zwar so stark wie wirklich seit Monaten nicht mehr. Was macht sie jetzt? Sie macht den natürlichen Frauenprozess, macht ihre Hose auf und hat ein Feuerzeug in der Hand. Was?
mehr. Es ist unfassbar. Ich würde halt denken, dass der eigene Körper auch mal realisiert, ey, du bist in der Natur. So, jetzt fahr mal einen Gang runter. Jetzt muss das nicht sein. Aber meiner full send rein. Das ist unfassbar. Also ich habe wirklich pro Tag 4 Tampons, wo ich normalerweise einen benutze. Ist mir jetzt egal, ob irgendwelche Leute sagen, es ist eklig, dass du darüber redest. Das ist krank. Du hast die ganze Zeit Schwindel. Ich brauche Eisen. Aber irgendwie ist meine Laune trotzdem relativ weit oben. Dennoch, wenn das 14 Tage so lang geht, boah. Ich weiß, es ist jetzt was, was die Leute super widerlich finden, aber einfach in der Natur als Frau so ein wichtiger Faktor ist, über den nie gesprochen wird. Und ich finde das voll unangenehm, aber es ist auch voll wichtig, darüber zu reden, weil das nimmt wirklich teilweise den Tag ein. So. Und dann ist auch die Frage, wie vollgesogen ist der scheiß Tampon oder nicht? Kriegst du den mit dem Feuerzeug an oder musst du wieder Feuer machen, nur um den Tampon zu verbrennen? Dein Blut kann eben auch Beeren etc. anziehen und das ist natürlich super ungeil, wenn du jetzt hier bist und einfach die Beeren vorbeikommen und dementsprechend immer verbrennen. Und ich habe die Ach so, man kann den quasi verbrennen, weil der nicht voll, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, weil der nicht voll ist wie ein Schwamm. Weil wenn der jetzt voll wäre wie ein Schwamm, dann brennt der ja gar nicht. Einheimischen vorher nochmal gefragt und die Frauen gehen hier während der Zeit ihrer Tage teilweise nicht mehr in den Wald, um sich selbst zu schützen. Andere sagen, ach, gar kein Problem. Aber musst du den dann nicht so aufzuppeln, wie wenn du Zunder machst? Oder ist der schon ein bisschen aufgezippelt? Aber wenn der so ein bisschen aufgeding ist, dann ist der doch wegen Feuchtigkeit, dann brennt der doch gar nicht. Ist jeder anders, aber kein Risiko eingehen. Das ist mein Motto. So, ich habe jetzt die Fische hier umgedingst in den kleinen, in das kleine Rohr und werde jetzt die Fische nach und nach töten, einfach den Kopf ab und den Teil werden wir jetzt braten. Ja, so, jetzt den kleinen Fische hier auf die Zange und einfach rüberhalten. Okay. So lange, bis er ready ist. Und das machen wir jetzt dreimal. Wie bitte? Ich wollte gerade sagen, du packst gerade den Fisch in die kompletten Flammen. Der verbrennt doch einfach nur. Die Spitze ist verbrannt gerade schon vom Fischi. Geil. Oh, ey, hab ich Bock auf das Ding. Es ist geil. Tag 4 und das fühlt sich an wie eine Döner, ey. Wie sie den Fisch doch einfach komplett in die Flamme reinhält. Give a fuck style, Alter. Nicht irgendwie über der Glut. Ein bisschen entspannen, durchknuspern lassen. Krass. Ist das genial. Eben haben wir hier auch noch ein bisschen Brühe reingepackt und werden gleich die Schnecke noch braten. Dann haben wir 3 kleine Minifische und... Jetzt will ich aber gleich sehen, wie die von beiden gesnackt werden. Eine Schnecke und eine Brühe. So luxuriös ging es uns noch nie. Das war... Das hat er gar nicht überzeugt von der Essenssituation. Echt wahr. Also das wird. Das ist jetzt unsere abgekochte Brühe. Davon wird jetzt jeder 2-3 Schlucke nehmen. Sobald es ein bisschen kühler ist, dann lassen wir doch mal den Deckel auf, dass es gleich trinkbar ist. Ja, kannst du auch ins Wasser ein bisschen stellen, dass es kühler. Oh, riecht das gut. Riech mal. Boah, geil. Boah. Einfach ein bisschen ins kalte Wasser rein, damit er schneller abkühlt. Denn Hanna ist schon fleißig dabei, jetzt die zweite Ladung abzukochen. Und dann können wir nämlich auch mal richtig schön den ganzen Liter abkochen. Und abgekochtes Wasser trinken und müssen dann nicht immer durch diesen Filter saugen. Weil es halt geht bei der. Oh, geil. Mmh. Oh, ist das geil. Mmh. Gab's von der Soundspur eigentlich schon Memes? Oh. Oh, ist das geil. Mmh. Oh, ist das lecker. Boah, ja. Ja. Scheiß doch die Wand an, ich kann nicht mehr. Das ist bis jetzt
mit Abstand der geilste Tag. Und während Hannah so, gerade filtert. Zum Thema Tag 4 ist der schlechteste. Ja, also es ist wirklich bis jetzt so ein guter Tag. Das kann man sich nicht vorstellen. Und aber wo sind die Fischis denn jetzt hin, die an der Zange waren? Und genau, ich habe jetzt eben hier mal die Hölzer so rüber gemacht, dass die von alleine brechen und wir die vielleicht nächstes Mal nutzen können beim nächsten Abkochen. Weil die dann einfach. Die Schnecke läuft hier drüben noch. Die lebt noch. Guck mal, die ist hier gerade auf der Jacke, die hat da ihre Äuglein raus und versucht hier gerade noch zu fliehen. Schon trockener sind, genau. Ja, also habe ich jetzt auch mal meinen ersten Feuerjob erledigt. Bin stolz, ich habe auch was gemacht. Yeah! Ich werde jetzt noch ein bisschen Tanne hier abknipsen und dann werden wir die mit in den Tee geben, einfach. Um ein bisschen Geschmack zu bekommen. Ey, gerade den, ohne Witz, den übelsten Hype mit der Brühe. Krank, krank. Und jetzt, bisschen Tanne rein. Nochmal Geschmack, nochmal was Warmes. So, ich wasche jetzt die Tanne eben nochmal ein bisschen sauber. Da waren eben auch noch irgendwelche Tiereier dran. Und genau, bekommen die so ready für unseren Tee. Ich habe bewusst Tanne gewählt, denn Tanne ist gut. Kann man die Dinger ja nicht sogar essen, diese ganz kleinen Triebe? Guck mal. Gegen Entzündungen im Körper. Kannst du doch nicht essen. Etc. Dementsprechend machen wir uns jetzt einen geilen Tannentee. Während unser Tannentee da langsam aber sicher vor sich hin Dings. Köchelt. So. Werden wir jetzt uns mal langsam an die Fische machen. Und? Oh, ist das lecker. Ich schwör's dir. Hier, ich gebe dir nur ein ganz kleines Stück. Hanna wird so kotzen. Ich schwör's dir, ist richtig. Du it, Hanna. Jawohl. Hanna hat gar keinen Bock. Lecker. Du schaffst das. Ich glaube nicht. Oh, nochmal ein bisschen rumpulen, was so abmachen. Energie. Stell dir vor, das ist jetzt eine Nuss. Du schaffst das. Stolz auf dich. Richtig, richtig gut. Top. Schön. Alter, Leben ist so gut. Tante auf die Eins. Oh, man spürt richtig, wie das durch den ganzen Körper geht. Es hat ein bisschen was. Die Mädels liefern ab, Alter. Sag ehrlich, so. All in all, von wirklich jetzt mal so Überlebensskills mäßig, mal weg von Unterhaltung und so ein Kram, liefern die Mädels am meisten ab, oder? Die haben Krebse gefressen, Tannentee, die haben Fische da rausgefangen aus ihrem Tidebecken, haben die gegrillt. Gut, die Schnecke haben, da haben sie nichts mitgemacht. Aber so, ne? Was von, das erinnert mich an irgendwas. Brutal. Muss auch mal das Hütchen vorziehen. Nur Shelter ist mau. Also das Bett sieht gemütlich aus und sie haben ein wasserdichtes Dach über dem Kopf. Weiß, so schlecht finde ich das jetzt nicht. Also klar, ist jetzt nicht der krasseste Shelter oder so. Das hat doch was. Ja, ja. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Das Bett finde ich irgendwie cool. Einfach diese riesigen Treibholzstämme nehmen und die den Hohlraum einfach auffüllen. Voll geil. Alter, mal normal trinken und nicht durch den Scheißfilter. Es ist so enorm. Hatte geil. Das Stativ im Hintergrund und jeder? Yes. Das heißt, es ist auch nicht schlecht bei denen. Die Wunde ist relativ tief hier an der Hand. Und bei Tagen und so müsste auch gut sein eigentlich, ne? Aber hier nicht zu viel saufen, weil sonst haben wir morgen ums Kaufen nichts. Darf ich noch einen Schluck? Ja klar, wir können ja noch. Aber wir können bis Milliliter 700, weil 400 können wir auffüllen, oder? Circa. Ganz voll, ist ja auch okay. Und wir gehen einfach ganz fest davon aus, dass wir einen scheiß See mit Enten drin finden. Wow. Und dann reichen uns auch ein Liter und dann können wir einen Filter mitnehmen und dann filtern wir einfach direkt aus unserem See. Oh, die Frustration morgen, wenn wir nichts finden. Direkt Bahnfahrt mit uns. Ja, aber ist auch okay. So, Max hat gerade ein bisschen genappt. In der Zeit habe ich nochmal hier die Wände drauf gemacht für das Vordach, weil das Vordach ist das Wichtigste erstmal. Unsere Plane hält und ist gigastabil, die geht nicht kaputt.
Das Problem ist, wir sind beide ein bisschen größer. Oder wenn du in einem Schlafsack bist und deine Füße ausstreckst, brauchst du mehr als 2 Meter Plane. Ey, die anderen haben alle nicht so eine große Plane dabei. Oder eine Plane, die viel leichter reißt. Bei der anderen ist vielleicht schon eine Plane gerissen. Also wir haben, also es würde mich wundern, wenn Knossi und Sascha oder Papa Platte und Rätsmann einen besseren Shelter haben. Wir können hier 3-mal am Tag problemlos drin nappen. Wir haben eine fucking Isomatte gefunden. Ja, wir haben eine Isomatte gefunden, das ist krank. Wir haben ein super Dach. Unser Shelter ist echt toll. Wir haben eine Wand hinten. Und wir haben eine komplette Wand hinten. Und hier an den Seiten regnet es gar nicht mehr, das haben wir noch vergrößert. Was holen wir hier noch Naturmaterialien drüber, dann ist das Vordach dicht. Pay-to-win-Modus. Da wollen wir ein allerletztes Mal probieren, den See zu finden. Ein allerletztes Mal. Okay, let's go. Kleine Stärkung, bevor es losgeht. Maggi und Wasser. Seegras für heute Abend. Dann machen wir uns heute Abend ein schönes Feuer und essen das. Da gibt es heute Abend richtig viel schöne Chips, ne? Boah, gut aufgestoßen gerade, ne? Ja. Völlig lebensmüder Einfall. Es geht zum 3. Mal rein in den ultradichten Mangrovensumpf. Wir haben alles dabei. Angelset, Buschbox, Feuerzeug, Messer, Säge, dass wir bereit sind, wenn wir ihn finden, dass wir da was machen können. Weil wenn wir keine Fische finden, den See mit Fischen wird es sehr hart. Aber beide aus, sowohl der erste war krank, und der zweite auch völlig, wo ich gestürzt bin. Das schon alles, das hätte schon so aus sein können. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns ein scheiß Notfallteam da abholen, wenn wir uns da verletzen. Die kommen doch nicht mal mit einer Trage rein. Also das ist schon krass. Aber Humatra möchte da unbedingt hin und den Gefallen tue ich ihm. Ich würde es gern schaffen. Es wäre so frustrierend, wenn wir hier. Es wäre so frustrierend, wenn wir hier rausfliegen nach, keine Ahnung, 9 Tagen, weil wir kein Essen bekommen. Und das ist das einzige Problem, ne? Also wir haben der Shelter ist super. Also wir haben Wasser, sind set. Wir können Feuer machen. Wir haben uns Cape Chips gemacht. Wir essen Beeren. Wir sind super. Wir sind super zufrieden. Aber dass wir hier keinen Süßwassersee haben, ist krank. So, es geht los. Wir gehen diesmal ja so 150 Meter links vom Fluss los. Weil das hier erhöhtes Gebiet ist und vielleicht, Alter, habe ich hier schon viel abgeratzt. Hier war komplett. Und vielleicht kommen wir jetzt hier ein bisschen besser durch. Hier gehen wir jetzt erstmal geradeaus. Falls ihr euch irgendwie wundert, was das ist hier der Packsack, also die Hülle vom Schlafsack. Krass, oder? Hilfe! Das ist so. Hilfe! So? Das hat geechoed. Mach nochmal. Scheiße! Krank, Alter. Der kann auch wegkracken wieder, ne? Das ist wieder so ein Verletzungsbaum-Wichser. Aber jetzt hier so runter. Müssen wir hier durch. Hier, komm zurück. Da links ist ein bisschen offener. Wollen wir da ein bisschen lang? Die Bier-Hilfe-Folge. Ja, ne? Mhm. Ja, Intro. Ja. Alter. Hat schon richtig durch. Holy shit, Mann. Das ist so krank, ne? Ja. Dass wir das 3. Mal hier machen. Das ist immer wieder die größte Challenge am Tag. Ah. Oh Gott. Ist das krank? Holy shit. Wer hat das ausgesucht, dass wir in den Sumpf kommen? Aber das haben wir gemacht. Das sieht bei allen so aus. Ja, ich habe Martin und Fritz ausgelacht, dass die safe in den Sumpf kommen. Ey, ah, fuck. Aber bei allem Respekt, dass wenn wir jetzt einen See finden, können wir hier nicht jeden Tag hergehen. Unmöglich. Wir verbrauchen durch den Weg hier durch 600 Kalorien. Und kriegen dann 150 pro Person mit einem Fisch. Ja. Genau so sieht's aus. Aber vielleicht findest du halt auch eine Quelle mit großen Fischen und dann halt gleich mehrere. Oh, was jetzt? Max! Halt dein Maul! Was jetzt? Ach, die haben den See, oder?
Ich will es auch sehen. Ich will es auch sehen. Ich will es sehen. Nein. Das ist nicht das Melle. Schubsing. Jetzt hier. Ach du Scheiße. Geil. Ich will es auch sehen. Nee, hier können wir nicht durch. Ist da Wasser? Ja, hier ist unendlich viel Wasser. Geil. Gehst du mal rein schon mal? Können wir da nicht hinsteppen? Ja, obwohl, es kann sein, dass die Hilfe von dir einsinkt, ne? Ja, mach kleine Schritte. Alter, ist das ein Scheiß, da durchzugehen. Jetzt komm, ich will den See sehen. Oh ne, Cliffhanger? Vorsichtig, ne? Ah ne, okay, man sieht ihn noch. Man sieht ihn noch. Holy shit, Alter! Mein Gott! Alter, der ist ja riesig. Aber hier müssen doch Fische drin sein, oder? Was sagen die Angler? Oh mein Gott! Seven versus Wild Teams. Wieso wabbert denn mein Gesicht hier so? Was soll denn das hier? Sind wir jetzt Geister oder was? Ja. Däumchen nach oben. Das war Folge 8. Wir haben noch ein paar vor uns. Genau, Folge 8, das heißt Halbzeit von den Folgen her. Schaut gern auf den 7 vs. Wild Kanal vorbei. Lasst auch mal bitte ein Abonnement da. Es fehlen nur noch 26.000. Das kriegen wir doch hin gemeinsam, oder? Oder? Kriegen wir das nicht hin? 26 hier. Beziehungsweise hier steht 75, 25.000. Komm, gebt euch mal einen Ruck. Gebt euch mal einen Ruck.